Hey Leute, willkommen zu unserem neuen Video. Einmal mit Julia. Und einmal mit Anton. Und wir stellen euch heute im Natso 3 Meal vor. Und zwar von Papa Parade von der Firma Good Smile. Das ist eine Serie, die noch mehr Fairy Tale Figuren produziert. Mhm. Wir haben natürlich alle vorbestellt. Ja. Und wir fangen jetzt an mit Natso. Genau. Und vergesst nicht, sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da, denn das hilft unserem Kanal beim Wachsen. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Schauen. Also, schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Die Verpackung von Papa Parade ist ziemlich schlicht eigentlich und eigentlich meiner Meinung nach ziemlich cool, weil der Natso ist direkt sichtbar, es ist alles transparent, es gibt keinen großen Schnickschnack, keine großen Bilder drumherum, nur vor allem eben das Logo von Papa Parade und hier natürlich auch der Name. Sonst sind einfach ein paar kleine Schriften dabei. Genau, kleine Warnings, wie zum Beispiel ab ein Alter von 4 Jahren geeignet. Genau. Und ja, wegen Kleinteile. Und ja. Ja. Ich würde sagen, dass wir es einfach mal auspacken. Mhm. Nur weitersehen, ne? Du hast die Ehre. Oh, ich habe die Ehre. Ja. Ich bin jetzt schon überfordert. Oh mein Gott. Tessa Stripes! Yeah. Aber ich helfe dir. Oh ja. Zack, offen. Natso ist draußen. Ich würde sagen, den ganzen Schnickschnack machen wir mal weg. Mhm. Mein Lieblingswort. Du kannst vorher nicht aussprechen. So, aber die Natso-Figur, er hat noch eine schöne Halskrause. Ich habe Natso getötet. Er hat eine schöne Halskrause, erst mal den Kopf ab. Also man kann den Kopf abmontieren, wie es ausschaut. Ja. Schön. Das habe ich toll gemacht. Yeah. Ich krieg einen Preis. Jetzt muss ich wie die Herzkönigin ab mit seinem Kopf. Ja, schon so, ich, ja. Wir setzen es wieder drauf. Anstandsweise. Specksicht drauf. Der ist schwer drauf zu setzen, gell? Ja, aber es geht. Doch, ist fest, hoffe ich. So, wieder mit Kopf. An den Füßen hat er auch noch Schutzfolien. So. Genau. Einmal die Base, wo man Natso draufstellen kann, dass das stabil ist. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal drauf. Ich hoffe, ich kriege das hin. Andersrum. Andersrum. Ah ja, 2 Löcher und so. Logik. Mathe war noch nie meine Stärke. So, also. Wolltest du nichts? Okay. Ja, genau. Einmal zu sehen, Natso 3 aufgebaut mit Kopf, mit Schall. Den Schall kann man dann auch entfernen, wenn man möchte. Ja. Ich muss sagen, der sieht ziemlich cool aus. Der sieht richtig cool aus. Vor allem auch gar nicht so teuer. Also normalerweise für so eine Figur blättert man ja eigentlich mehr hin. Wir haben jetzt 40, glaube ich, gezahlt. 45. 45. Ja. Genau. Und pro Figur, ja, 45 Euro. Mit Lucy, der Gray und natürlich Elsa. Ganz klar. Genau. Muss sein. Eben. Ja. Genau. Und also, meiner persönlichen Meinung nach, für 45 Euro ist diese Figur extrem gut. Auf jeden Fall, ja. Ich finde, so für 45 Euro kann man sich absolut nicht beschweren. Ich meine, schau mal, den Kopf kann man ja abnehmen, ne? Haben wir vorhin festgestellt. Oh ja. Den Schal kann man ja auch abnehmen. Und der Arm hier ist auch locker. Ich glaube, den kann man auch abnehmen. So. Probier's mal. Ja. Wow. Okay, ja, es scheint abnehmbar. Oh, warte. Das, die Weste ist auch locker. Okay. Das heißt, warte mal. Hier, genau. Ah, das heißt, man hat eine Alternativversion. Das heißt, man kann sich Natso so hinstellen, wie man möchte. Einmal mit oder einmal ohne Weste. Und dann auch mit oder ohne Schal in demnach. Also man kann ihn so darstellen, wie man möchte. Das ist natürlich cool. Ja, ist schon sehr cool. Ja, ist auch ein weicheres Material. Elastischer. Flexibler. Cool. Doch. Also die Hose kann man wahrscheinlich nicht ausziehen. Nee, das sieht fest aus, ja. Ja. Aber doch, das ist cool. Mhm. Voll. Ja. Und man sieht auch die Übergänge gar nicht. Das finde ich cool. Ja, ja. Das ja. ist wirklich so... dran montierbar ist, dass man wirklich auch die Übergänge nicht sieht. Also es ist richtig schön. Genau. Also
Hallo, das für 45 Euro quasi zwei Outfits für eine Figur. Ja, mega. Mega, genau. Also wirklich richtig, richtig gut. Richtig cool. Ja. Packen wir nur den Schal und so wieder dran, dem wird vielleicht kalt. Ja, vielleicht wird ihm kalt, ziehen wir ihn wieder an. Ja, aber auch hinten die Rückenmuskulatur ist ja auch komplett ausgearbeitet. Stimmt, ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Das hat man mit Weste ja nicht gesehen. Ja. Also sie haben wirklich an alles gedacht. Ja. Als Natsu noch klein war, hat Egnil ihm das Lesen beigebracht. Am Anfang waren es aber nur Wörter wie Spaghetti oder andere essensbezogene Wörter. Und später hat Erse ihm auch das Lesen richtig beigebracht. Im Jahr 777 verschwand Egnil plötzlich und ließ Natsu alleine. Und seitdem sucht Natsu ihn. Da war er immer noch ein Kind eigentlich. Und so fängt tatsächlich auch der Anime an oder die Geschichte im Manga, wer sie nicht kennt. Natsu sucht Egnil verzweifelt. Und bevor Egnil wirklich verschwunden war, hat er natürlich auch zu Natsu gesagt, dass es ganz starke Magiergilden in der Gegend gibt. Und da er alleine war, auf sich alleine gestellt, hat er beschlossen, sich Fairytale anzuschließen. So Leute, das war's schon von unserem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und bald kommen die nächsten Figuren. Lucy haben wir tatsächlich schon hier daheim. Mhm. Das heißt, das wird auch eine unserer nächsten Videos. Genau. Ja, Gray folgt noch und Elsa kommt leider erst so Richtung April. Ja, es kann noch etwas dauern. Aber wir freuen uns trotzdem darauf, endlich mal die komplette Gang zu besitzen. Oh ja, auf jeden Fall. Es ist immer schwierig, so von einer Serie alle Figuren zu besitzen, weil teilweise gibt es dann so Riesenstatuen, wo nur eine Figur da ist. Da müsste uns auch noch eine Elsa erwarten. Mhm. Oder halt so kleinere Figuren. Mittlere Figuren, so wie der Laxus, unser Laxus-Unboxing. Falls ihr doch Interesse habt, guckt da auch mal vorbei. Das ist eine viel größere Figur, die ist doppelt so groß wie Natsu. Und ja. Ja, und damit verabschieden wir uns und schaut doch mal vorbei bei unseren anderen Videos. Lasst uns ein Like da oder einen Kommentar, wir freuen uns. Teilt das Video mit euren Freunden, denn das hilft unserem Kanal beim Wachsen. Und habt noch einen schönen Tag. Bye bye. Oder schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Genau.